Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Feingeister, zum ersten Video für das Jahr 2024. Ich begrüße euch wie gewohnt und auch wie im letzten Jahr aus unserer wunderschönen Tasting Lounge hier im Feingeist. Ja, heute geht's mal weiter. Es gibt wieder ein, ja, nennen wir es Whisky der Woche. Aber wir haben hier wieder einen Versus. Wir haben zwei Flaschen, die gegeneinander antreten. Da hatte ich ja gesagt, so, ne, ich habe da so eine Idee, hatte auch die Laphroaig, die Fassstärken gegeneinander im Glas. Habe eben gesagt, wenn ihr Ideen habt, was man machen kann, immer her damit. Wenn wir die Flaschen da haben, wenn ich die Finger dran kriege, wird es aufgenommen. Oder wenn ich was Interessantes habe, werde ich das mal machen, einfach zwei Flaschen gegeneinander antreten lassen. Was ich hier heute habe, ist mir persönlich ein großes Anliegen. Und zwar, es geht hier, ihr seht es bestimmt schon vor mir, um Loch Lomond. Die haben ja so ein bisschen einmal das Design geändert und einmal auch so ein bisschen im Line-up hin und her gespielt. Und zwar geht es hier einmal gegen den Loch Lomond 14, gegen Loch Lomond 14. Der alte hieß Fruit and Cinnamon, war abgefüllt mit 46 Volumenprozent, war nicht kühl gefiltert. Laut Whisky Base gefärbt, habe ich jetzt aber auf der Flasche selbst keinen Hinweis gefunden. Eventuell steht es auf der Umverpackung, die dazugehört. Das weiß ich nicht. Wir haben die nicht mehr da. Das ist jetzt die offene Flasche bei uns von der Bar. Also den gibt es auch so nicht mehr. Wir haben auch keine vollen Flaschen davon mehr. Und jetzt der neue Loch Lomond 14, der heißt Spiced Apple and Soft Smoke. Wie ich die in der Hand hatte und für unseren Online-Shop geguckt habe, was müssen wir ändern, inwieweit müssen wir damit umgehen, ist es der gleiche Whisky im neuen Gewand mit neuem Namen, sind mir ein paar Ungereimtheiten aufgefallen und ein paar Sachen aufgefallen, die erstmal gleich klingen. Also wir haben immer noch 46 Volumenprozent, er ist immer noch nicht kühl gefiltert und hier steht es jetzt auch auf der Flasche mit Farbstoff, also der ist auf jeden Fall gefärbt. Von der Farbe her muss man auch sagen, der neue ist ein bisschen, ja, ich sag mal, der hat einen Touch mehr Rot in der Farbe, zumindest in der Flasche sieht so aus. Ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht am rötlichen Etikett liegt, was vorne drauf ist. Der ist immer noch, ja, genau, so. Deswegen schenke ich auch mal ein, da kann man vielleicht die Farbe ein bisschen besser beurteilen, ob es da eine Änderung gab. Was ist gleich geblieben auf jeden Fall? Also der Name hat sich geändert, gleich geblieben ist das Alter, 14 Jahre. Nach Angabe auf der Flasche auch die Fässer, die verwendet wurden. Und zwar erstmal reift der in Refill American Oak, also Refill Bourbon Fässer und bekommt dann ein Finish in französischen Eichefässer, dieser Limousin-Eiche für, und jetzt kommt's, bis zu 12 Monate. Wie lang genau, wissen wir nicht. Wir wissen nur bis zu 12 Monate. Was sich auch geändert hat, sind die offiziellen Tasting Notes. Hier war es noch von Apfel und Zimt die Rede. Hier ist jetzt Apfel, allgemein Gewürze die Rede, sowie leichter Rauch. Ich kenne den, ich mag den sehr, deswegen war das mir ein Anliegen. Das ist mein Lieblings-Loch Lomond gewesen aus der Standard-Range. Die haben auch einiges, was mir nicht so gefällt. Der hat mir einfach sehr gut gefallen. Und wie ich hörte, den soll es nicht mehr geben, war ich traurig. Und wie gesagt, jetzt hatte ich den in der Hand, ne, mich ein bisschen schlau gemacht, auch für uns im Shop. Das ist mir aufgefallen, der liest sich erstmal wie der Alte, abgesehen vom Namen und den offiziellen Verkostungsnotizen. Zum Thema Torf ist hier aber auch keine Rede. Die reden hier wirklich von einem Rauch. Ne? Vielleicht hat er irgendeinen Wood Smoke, keine Ahnung. Das versuche ich jetzt rauszufinden. Falls ihr die beiden, also falls ihr den alten schon kennt und den neuen vielleicht auch schon probiert habt, könnt ihr mir natürlich gerne unten was in die Kommentare schreiben. Ja, wie ihr das Ganze seht. Preislich hat sich nichts geändert, soweit ich weiß. Dann schauen wir doch mal, fangen wir mal an mit der alten Ausstattung. Ja, und der hat immer noch, so wie ich den auch in Erinnerung habe, ich habe auch eine Flasche zu Hause. Die hellen Früchte, ein bisschen Apfel, Birne, für mich sogar fast jetzt hier in der Flasche ein bisschen Pfirsich, so ein wirklich heller Pfirsich. Und eben eine richtig coole Portion Zimt. Also da hatte ich auch damals gesagt, hey, da passt einfach Name zu Geruch 1 zu 1 und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch der Geschmack einfach 100%. Jetzt nehme ich gerade mal die neue Variante im Vergleich.
Ich meine, ja, die werden jetzt, selbst wenn es der gleiche Whisky ist, nicht 100% identisch schmecken. Die Flasche ist schon ein bisschen offen. Die habe ich gerade aufgemacht, ist mir klar. Aber ich entdecke jetzt erstmal keine haarsträubenden Unterschiede. Was ich bei dem neuen sagen muss, der wirkt ein bisschen frischer und noch ein bisschen heller. Und die würzigen Noten für den Moment jetzt sind etwas dezenter. Sie sind immer noch voll da. Und das ist für mich immer noch der Zimt. Ich hoffe, dass mir jetzt da nicht irgendwie mein Kopf da irgendwie einen Streich spielt. Aber es sind wirklich minimale Unterschiede, die man hier auch eben dem zuschreiben könnte. Naja, die eine Flasche ist schon länger offen und die habe ich gerade aufgemacht. Nee, weil auch jetzt mit der Zeit die Würze wieder weiter vorkommt. Aber ich muss sagen, der neue hat eine Frische, die jetzt der ursprüngliche 14er nicht hat. Also nicht mal von der Frucht her, sondern eine frische Note. Fast ein bisschen was Ätherisches. Und der neue hat ein bisschen eine malzigere Grundnote. Aber nicht nur Geruch ist wichtig, natürlich auch der Geschmack. Deswegen fürs Jahr 24 ein erstes Slantje von mir. Immer noch. Deswegen mag ich den super schön würzig, wahrscheinlich auch durch das Virgin Oak, französische Eiche, so einen leichten Pfeffermoment. Super schön, super rund. Jetzt habe ich auch gleich wieder die Frucht, auch hier wieder Apfel, Birne. Wie gesagt, das sind die offiziellen Sachen, kann ich sehen, wo sie herkommen. Für mich fast ein bisschen mehr Pfirsich. Und eben dieses zimtige, leichte Pfeffer, leichte pfeffrige Moment auf der Zungenspitze, der weggeht. Und was bleibt, ist eben die Frucht und die Würze. Jetzt kommt noch eine malzige Note mit rein, eine ganz, ganz leichte, aber nicht süß, sondern so eine Idee von Malz, finde ich für einen Standard mit 14 Jahren absolut hervorragend. Der ist für mich rund, der hat für mich die richtige Menge Alkohol, also er schmeckt nicht zu dünn, er ist nicht zu kräftig, dass es unangenehm wird, finde ich bei dem auf den Punkt. Das ist auch der Grund, warum das immer mein Favorite Loch Lomond war aus der Core Range, aus der Standardserie. Jetzt noch mal 2, 3 Sekunden, weil der hat schon einen relativ langen Abgang, also der bleibt ein bisschen. Ich schmecke ihn auch noch. Ich will dem neuen natürlich auch eine faire Chance geben. Ja, dann noch mal, Slantje. Erstmal das Positive. Ich finde ihn immer noch hervorragend, den 14er. Er ist aber leicht anders. Und zwar jetzt im Geschmack für mich in dem Moment etwas deutlicher unterschiedlich als in der Nase. In der Nase hätte ich gesagt, die Unterschiede sind so gering, kann am Flaschenfüllstand, wie lange sie offen sind, liegen. Im Geschmack bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Die frische Note im Geschmack absolut nicht da. Die Frucht hier ist ein bisschen dunkler, ein bisschen klebriger. Also da wäre ich schon eher sowas bei einem überreifen Pfirsich Aprikose. Hier wäre es eher so wirklich hell, fast gerade so reif, super hell, super frisch. Hier eher so überreif, ein bisschen dunkler. Der pfeffrige Moment an der Zunge ist bei mir jetzt gar nicht da gewesen. Nehmen wir jetzt auch nochmal einen zweiten Schluck. Die Würze kommt überhaupt erst im Abgang und er hat eine richtig kräftige Süße, so eine richtig malzige Süße vorneweg. Weiß nicht, ob das vielleicht der Grund ist, warum die Würze dann erst später einsetzt, aber dann kommt sie. Und die ist für mich hier ein bisschen eher ins, ich sag mal, pfeffrig Chili mit einem Touch Zimt, wo es hier für mich ganz klar Zimt ist. Also hier sehe ich jetzt schon Unterschiede. Und ich muss auch im Glas in der Farbe sagen, in der Kamera wird es wahrscheinlich fast gleich aussehen, aber er ist dunkler, er ist ein Hauch roter, der neue.
Also ich vermute fast, dass sie so minimal die Zusammensetzung, also nicht exorbitant, absolut nicht, wirklich ganz minimal die Zusammensetzung vielleicht vom Finish her, wie viel, wann, wo ein bisschen angepasst haben. Also er ist ein bisschen, er wirkt milder. Der neue wirkt milder, aber nicht in Form von dünner, sondern angenehmer. Weniger Ecken und Kanten für mich in dem Moment. Oder andersrum, er ist der rundere Whisky. Aber immer noch für mich hervorragend. Sind zwei tolle Whiskys, im Geruch fast identisch, im Geschmack doch unterschiedlich. Ja, da seid ihr jetzt gefragt. Habt ihr vielleicht beide schon probiert, den einen oder den anderen? Was ist eure Erfahrung damit? Ja, weil das ist für mich jetzt eine Momentaufnahme. Ich werde auch hierzu wieder einen Blogbeitrag schreiben. Hier könnte es nur sein, dass der etwas später kommt, weil die Flasche jetzt offen ist. Das heißt, ich will da auch nochmal gucken, was passiert vielleicht so nach 2-3 Wochen, oder ich schreibe den Blog erst und erweitere den dann dazu und lasse euch nochmal wissen, was passiert vielleicht mit der Flasche, wenn die auch mal eine Woche oder zwei offen ist. Sind die dann vielleicht ähnlicher? Weil im Geruch, wie schon gesagt, sind sie verdammt nah beieinander, im Geschmack doch ein bisschen unterschiedlich. Aber nach wie vor schön. Und was ich gar nicht habe, das hier auf der Flasche steht ja bei dem neuen ein Soft Smoke. Also wie angegeben, Torf ist absolut nicht involviert. Und so eine leichte Holzrauchnote, wenn man sie sucht, könnte man sie beiden andichten. Ich muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, wäre jetzt nichts, was mir auffallen würde oder wo ich sagen würde, oh, der hat so einen leichten Smoky Moment. Aber das kann auch mein Geschmack sein. Jeder ist da ein bisschen anders. Aber ich bin erstmal glücklich, weil ich habe jetzt wieder einen Loch Lomond in der Core Range, wo ich sage, okay, wenn meine Flasche leer ist, ich habe einen Nachfolger, den ich auf jeden Fall holen kann. Oder vielleicht stellt sich auch irgendwann raus, ey, ich habe hier einfach halluziniert, das sind die beiden gleichen Whiskys. Ich weiß es nicht. Aber er gefällt mir nach wie vor, es ist ein schönes Ding. Und mit irgendwas roundabout 50 Euro finde ich auch absolut fair. Ihr kriegt wie immer auch natürlich Links unten rein. Zudem hier entsprechend nicht mehr, weil wie gesagt, wir haben keine Flaschen davon mehr. Das heißt, die Links werden zum neuen gehen, beziehungsweise dann, sobald ich ihn online habe, auch natürlich zum Blogbeitrag. Und ich halte euch auch auf jeden Fall ein bisschen auf dem Laufenden, was es betrifft, was passiert mit dem Whisky, der vielleicht mal 2-3 Wochen offen ist. Sind sie dann näher zusammen. Ja, ansonsten, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Start ins neue Jahr. Einen netten Whisky vielleicht auch begleitend dazu. Ich hatte den auf jeden Fall. Ja, lasst mich das wissen. Wie gesagt, wenn ihr Infos habt oder die vielleicht auch schon mal im Glas hattet oder nur einen von beiden schon mal probiert habt, lasst mich gern wissen, wie sind eure Erfahrungen. Ich finde es absolut tolle Core-Range-Abfüllung von Loch Lomond. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!